Ich zeige Ihnen in einem kurzen Webinar, wie man Datenschutz, Impressum und die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Bilderall und iRecht 24 aufbaut. Das Tolle daran ist, dass dies mit Bilderall sehr leicht umzusetzen ist. Mein Name ist Matthias Müller-Blech. Bleibt bitte bis zum Schluss dran. Wenn euch das Video gefällt, bitte ich um ein Like. Um auf den Laufenden zu bleiben, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unter dem Video könnt ihr das fantastische Programm von Bilderall testen. Für unsere Landingpage bearbeiten wir jetzt die Datenschutzerklärung, dieses Impressum und das AGB. Ich gehe auf meine Seite drauf, auf die App, auf die Sheeter Seitbilder. Und jetzt bearbeiten wir die Impressumseite, Datenschutzerklärungsseite und AGB-Seite. Da gehen wir dann auf die jeweiligen Seiten drauf. Auf die Datenschutzerklärung drauf gehen. Jetzt geht es hier auf. Dann einen neuen Banner hinzufügen. Neugehen Banner. Leeren Banner erstellen. Den Text umschreiben. Und zwar Datenschutzerklärung als Überschrift, dass ich das weiß, was es da geht. Gut. Dann ist die Seite. Auf Hintergrund ein bisschen Farbe reinbringen, kann man hier ändern, Hintergrundfarbe einfarbig, bisschen blau, bisschen Farbe reinbringen. Sieht ganz gut aus. Datenschutzklausel habe ich halt jetzt mal blau gemacht. Kann ja jeder nach seinem Geschmack machen. Okay. Okay, dann gehen wir auf die Elemente und bringen ein HTML-Code mit ein. Haben wir das im Frame? Schiebe ich hier drüben rein. Sie einfach zwei Hände. Die Seite mache ich natürlich noch ein bisschen größer. So, jetzt hole ich mir den Text, den ich mir vorbereitet habe als HTML-Code über iRecht 24. Den kopiere ich mir ab. Gehe wieder auf allgemeine Einstellungen und bringe den in den Einbindungscode hier ein. Bestätige. Und damit habe ich den ganzen Text schnell und einfach hier drin. Dann muss ich natürlich noch ein bisschen ausgleichen, die Seite ein bisschen größer machen, breiter machen. Das muss natürlich noch ein bisschen formen, ne? So ein bisschen anpassen. Das geht relativ einfach. Hinschieben, ne? Wieder runterziehen, bis der Text vollkommen da ist. Es sind viele, viele Seiten. Bis breiter schieben. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Muss jeder mit ausgleichen. Runterschieben, bis dann die gesamte Seite da ist. Die Höhe habe ich hier. Kann ich da einspielen oder ich ziehe sie runter. So geht es auch natürlich einfach. Runterziehen, bis es dann da ist. Ist halt Fleißarbeit. Die Geduld müsste man haben. Ich zeige es euch auch langsam, dass ihr es auch lernt. Das ist ganz, ganz einfach. Einfach nachmachen dann. So geht das weiter. Hier kann man es nochmal, wie gesagt, von Hand rein da eintragen. Oh, weiter geht's.
Es ist halt ein Glücksspiel. Das sind auch die meisten Seiten integriert, die Datenschutzvereinbarung. Ich weiß, in 20 oder 30 Seiten, das beim Impressum geht natürlich dann etwas besser und schneller. So, jetzt müsste ich bis unten sein. Dann schauen wir uns das nochmal an, ob alles soweit passt und schön ist. Okay, ja, da sehe ich, das muss ich noch ein bisschen runterschieben, dass die Form entspricht. Also schiebe ich die ganze Dex in der Mitte einfach anklicken, runterschieben. Ich muss das ausgleichen. Jetzt steht es, jetzt müssen wir natürlich wieder runter in die Mitte. Dann kann man oben draufklicken, Seite in der Mitte, ausgerichtet. Nochmal runtergehen, gucken, ob alles auch passt. Und natürlich noch hier unten reinbringen, erstellt mit iRecht 24. Das kann ich mit dem Textbearbeitungsprogramm machen, dass jeder weiß, dass das richtig abgedatet ist und dass es passt. Sollte man tun. Andere Schrift, vielleicht ein bisschen rot gemacht, ein bisschen dick gemacht. Ein bisschen größer, 12. Okay. Jeden nach seinem Geschmack. Ein bisschen Farbe vielleicht noch reinbringen. Auf Rot. Okay. So, jetzt haben wir diese Datenschutzerklärung schon so, wie ich es gebrauchen kann. Speichern. Und immer nicht. Und jetzt veröffentlichen, ja. Immer veröffentlichen danach, dass das dann natürlich dann ist ja auch immer abgedatet ist auf die neuesten Daten. Jetzt können wir uns mal anschauen. Gehen wir auf die Webseite drauf. Gucken die Datenschutzerklärung an. Sehe gerade in Englisch, muss ich in Deutsch umstellen wieder. Oh, passt. Ne? Farbe ist auch schön. Ganz gut gemacht. Ja. Passt einwandfrei. So, und unten habe ich dann noch die Cookies zu bestätigen. Ja, sieht gut aus. Haben wir schon einen Großteil erarbeitet, Datenschutzerklärung. So schnell geht das. Gehen wir zum Impressum, machen das gleiche nochmal, den Aufbau des Impressums, wieder neue Banner. Überschieben, Überschrift. Impressum. Und das gleiche Spiel beginnt von neuem, den Text rüberholen. Hintergrund bis verändern, andere Farbe mal reinbringen. Vielleicht ein bisschen mehr Blau, ja, okay. Mal was ganz anderes. Jeden nach seinem Geschmack. Und immer hinschieben. Dann neu, Elemente. Wieder runtergehen. HTML-Code rübergebracht. Einklicken, Text wieder rüberziehen, den ich mir vor dem erstellt habe in einer Word. Reinkopieren in den Text. Allgemeine Einstellung, wieder diesen Code hier reinbringen. Bestätigen, schon ist der Text drin, der ist natürlich nicht so groß wie dann natürlich die Datenschutzerklärung,
wieder breit ziehen, unterziehen und die Anpassung vornehmen. Immer runterziehen und ausgleichen. Beginnt die Fleißarbeit wieder. Größen haben wir, wie gesagt, wieder hier oben einstellen, die Höhe. Oder man zieht es runter. Ich habe es jetzt mal eingestellt, kann man aber auch hier runterziehen. Dass das wieder passt. Jetzt sind wir fast durch. Okay. Jetzt kann man sich es wieder ranpassend machen, die Höhe wieder verändern, nach oben ziehen, ob alles von der Höhe passt. Wieder runterziehen. Gucken, passt und wieder den Text mit der unten Maus das drauf wieder anziehen, dass es passt. Den Text wieder einbringen mit I-Recht 24, wie wir schon bei der Datenschutzerklärung gemacht haben. Das gleiche machen wir hier bei der Impressum-Eintragung. Dick machen wieder und ein bisschen kennzeichnen. Und auf der 18, wie ich es vorhin hatte. Das hat was mit Ordnung zu tun, dass man es immer gleich macht. Jetzt mit der roten Farbe die Schrift hier kennzeichnen, dass es ein bisschen anders aussieht. Und ein bisschen dickler macht noch. Ne? Ja, hier dick. Müsste jetzt, da sieht es besser aus. Okay. Oder wir machen es dann wieder so wie vorhin. Oh, sieht man nicht, wieder zurück. Sorry. Jetzt haben wir es. Okay. So, jetzt wieder testen, prüfen. Vorschau gehen, ob es gut aussieht. Sieht gut aus, passt gut. Wieder erstellt wie IRIC 24, also rechtssicher. Und jeder kann es erkennen. Speichern und dann wieder neu veröffentlichen. So, dann gehen wir auf die AGBs. Gleicher Ablauf. Wieder neue Banner erstellt. Text erstellt, allgemeine Geschäftsbedingungen geschrieben oder AGBs, je nachdem, wie euer Geschmack ist. Das muss nicht jeder machen, ich mache es deswegen, weil ich auch einige Sachen auf meiner Internetseite anbieten möchte und damit die Bedingungen festlege. Kann man auch auf IRIC 24 wunderbar runterziehen, zeige ich euch noch. So, Hintergrund wieder wählen, ein bisschen Farbe einbringen. Mal vielleicht ein bisschen rot. Ja, vorhin hat man blau, jetzt machen wir die Geschäftsbedingungen ein bisschen rot. Anpassen. Wieder auf die Größen verändern, kann man hier machen. Oder man zieht es runter. Darf neu, Elemente. HTML-Code rüberbringen ist reine Routine. Diese Arbeit muss man halt machen, das hilft nichts. Die Zeit muss man sich nehmen und ordentlich machen. Wieder in die Mitte auseinanderziehen, den Text wieder rüber kopieren, den ich mir vor dem gemacht hatte. Wieder in der allgemeinen Einstellung reingehen, reinkopieren. Hier rein, den Code
einfügen, bestätigen, wieder da. Wieder breiter ziehen, ausgleichen, wieder so ziehen, hinziehen, wie ich es haben möchte, wie ich es vorhin schon gezeigt hatte. Und runterziehen, bis der Dex komplett da ist. Und wieder anpassen, breiter machen, dass wir nicht so eine hohe Seite haben. Und runterziehen, dass wir dann alles sehen. Okay, wieder anpassen. Quellenangaben habe ich hier, Erich 24. Seite wieder hochziehen, dass die Seite nicht unendlich lang wird. Okay, einfach draufklicken, hochziehen. Prüfen, ob alles passt. Passt so, Vorschau geben, wie es aussieht. Sieht gut aus. Und zurück. Ja. Das war es erstmal. Speichern durch und neu veröffentlichen. Und schon haben wir die drei Seiten aufgebaut in einer kurzen Zeit.